Hallöchen Leute, willkommen zum neuen Video. Heute wieder mal mit der zweiten Aufnahme, weil ich mal wieder vergessen hatte, bei meinem neuen Computer das Mikrofon vom Headset anzuwählen. Und somit hat es ja nur bei Bandicam mal wieder nur den Windows-Sound aufgenommen und den Minecraft-Sound. Und meine Stimme hat man überhaupt nicht gehört. Ich wollte euch heute das eine Festung zeigen, die in Planet Minecraft, auf Planet Minecraft ist, wieder. Und ich sage euch, Leute, die ist so gigantisch, hey. Da habe ich mich in der vorherigen Aufnahme schon wieder verlaufen, hey. Wahnsinn. Also hier seht ihr erst einmal einen von wahrscheinlich vielen Schlossgärten, / Burggärten. Boah, Leute, ich sage euch, das ist so ein geiler Shit, was das ist, hey. Wahnsinn. Also ich bin voll auf begeistert von dem Teil. Und am besten, ich fliege jetzt da mal drüber. Ich habe meinen Computer natürlich wieder mit 2,3 GHz auf volle Leistung getrimmt. Ah ja, genau. Junkfehler. F3 und A. Wahnsinn. Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen, wie verzwickt und verzweigt das hier alles ist, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Wenn wir mal hier jetzt durchgehen, hey. Vorausgesetzt, der macht da mal das, was ich will. F3. 19 FPS. Oh. 19 FPS, das ist fies. Wenn ich mit 30 aufnehme und 19 FPS nur hab. Oh wei. Da geht's wieder runter. Aber nirgends hin. Nee. Da geht's nirgends hin. Schade. Alter Leute, ich sag euch. Das ist mein. Diese Festung, hey. Wahnsinn. Bombastico. Da geht's wieder runter. Oder? To Port. Ja, oh, da geht's zum Hafen. Juhu! Und so waren die, glaube ich, auch so wirklich auch in der Realität, die Burg- und Festungstreppen. Oh Gott. Sag aber, wie weit runter geht's da? Wow! Geile Schneise. Das ist ja geil gemacht, hey. Wahnsinn. Da kommen wir runter, oder? Aber nicht mehr rauf. Great. Supi dupi drupi. Doch. Ha! Wie geil ist das denn? Und jetzt hier wieder hoch, oder? Tatsache. Wie geil ist das denn? Ha! Ein Ding mit einem Mechanismus, ey. Das ist ja wie bei Game of Thrones. Das Intro von denen, ey. Das ist doch auch, dafür wird doch auch alles mechanisch hochgefahren. Bei dem Game of Thrones Intro. Ha, Geheimgang! Geil. Gehen wir mal hier wieder hoch. Wow! Also Leute, ich fühle mich hier wirklich wie in einer Kathedrale schon wieder. Oder wie damals in diesem Steampunk-Port da. Ja, Wahnsinn. Wo geht's denn hier hin? Zum Palast. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Oh. Leute, wenn ihr jetzt mein Gesicht sehen könntet. Ihr könntet mich als Goldini sehen, als Fisch. Ich bin gerade vor der Aufnahme mit einem offenen Mund. Und, ja. Und nahm Smiley im Gesicht. Oh, Wahnsinn, hey.
Allein die schiere Größe schon. Ah, und da sind wir jetzt, wo ich eigentlich in der vorherigen Aufnahme zeigen wollte. Anvisiert, ja. So sieht's besser aus. Das kann man ja bei der neuen 1.Ding jetzt neuerdings machen. Bei in der 1.10, dass man da die Ding macht. Dass man die Dinger so aufeinander platzieren kann. Kann man echt so richtige Dröhne bauen. Alter, der Innenhof! Geil! Geil! Ha. Alter Schwede! Ha. Geil! Ha. Screenshot! F2! Screenshot! Ja, Wahnsinn, Leute! Das ist ja gigantisch geil, hey! Wahnsinn! Leute! Ach, scheiß Caps Lock. Leute, das ist ja geil, hey! Gigantus Geilus Galacticus. Andere Worte finde ich jetzt einfach nicht dafür. Ja, Wahnsinn! Geilomatico. Geil. Eine Quarzstufe. Geil. Einfach nur geil. Schauen wir mal hier hoch. Ja, die Chunkfehler. Die beachten wir mal nicht. What? Was hat der sich für Mühe gegeben, hey? Dass das so geil aussieht, hey. Mir bleibt der Mund offen stehen, hey. Respekt, hey. Respekt. Da ist der King of Kings. Das sieht aus wie so Eisenthron. Oh Mann, Leute, ihr wisst's nicht, wie ich gerade dieses Schloss hier geil finde, diese Befestigung. Also das wäre echt, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber das wäre die perfekte Festung für Napoleon gewesen. Für Napoleon den Ersten, den Napoleon Bonaparte, der wohl berühmteste Kaiser Frankreichs. Oh Gott, da bin ich jetzt ungewollt eigentlich runtergeflogen. Geil. Geil, wir hatten ja das. Kann man da... Warte mal kurz. Leute. Ja. Man kann tatsächlich einen Zaubertisch oberhalb von dem Ding platzieren. Oberhalb von einem Beacon. Geil. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Da habe ich schon wieder was dazugelernt. Hä? Habe ich... Oh, nee, oder? Jetzt habe ich was kaputt gemacht. Supi. Supi, ich habe wieder was kaputt gemacht. Juhu. 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 Ich habe was kaputt gemacht. Ich habe was kaputt gemacht. Kaputt gemacht. Kaputt gemacht. Aber ich habe ja meine Tricks, so wie ich das alles wieder repariere. Da seht ihr auch, man hat einen Kreativmodus. So. Redstone-Fackeln. Jetzt habe ich es falsch gebaut. Jetzt habe ich es falsch gebaut, ich Vögelchen. Ich Dummerchen hab's falsch gebaut. Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich hier das fertig gebaut habe. So, Leute, hier bin ich wieder. Ich habe wieder
alles aufgebaut und so gemacht halt wieder, wie es passt. Und ja, jetzt muss ich aber wieder die Aufnahme kurz neu starten. Yo Leute, hier bin ich wieder. Ich habe wieder die Aufnahme neu gestartet, weil ich schon jetzt über 10 Minuten mit der kostenlosen Version von Bandicam aufnehme. So, ich hab ja das, wie schon vorher erwähnt, repariert jetzt. Da habe ich einfach ein Bücherregal unter die Lampen gebaut mit Redstone-Lampen wieder. Ist zwar jetzt nicht so original aufgebaut wieder, aber ich weiß nicht, wie der das gebaut hat, und jetzt wollte ich das auch nicht so zerstören. Jo, ich bin ja jetzt hier in dem Thronsaal oder in diesem komischen Raum da. Ey, das erinnert mich an die Tribute von Panem in dem letzten Teil. Also es heißt da, also in dem vorletzten Teil, wo die da unterirdisch sind, hey. Das ist auch so ein Trichter, so eine Zylinderform, hey. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, Leute. Leute, ich kann euch nur den Tipp geben, ladet das runter und erkundet das selbst. Hey. Das ist jetzt hier eigentlich unmöglich, das hier so wirklich selber zu zeigen, hey. Das ist so eine es hat solche gigantischen Ausmaße. Wahnsinn. Outer Wall Access, ja. Hier. Funktioniert nicht. Doch, funktioniert tatsächlich. Äußere Wahl. Ja, genau. Äußere Wand. Ja. Geil. OMG. Sag ich nur. OMG. Oh mein Gott. Leute. Wie geil ist das denn, hey? Wie geil ist das denn, ey? Wahnsinn! Huch! Da hat er wohl nicht ganz fertig gebaut. Da hat er wohl nicht ganz fertig gebaut, unser Schlawiner. Da hat er wohl nicht ganz fertig gebaut. Gleich einmal wegschmeißen. Na, hier. Ja, Wahnsinn, Leute, hey. Leute, am besten ihr ladet es euch jetzt gleich selber mal runter, wenn ihr das Video anschaut. Ihr braucht, um das Spiel natürlich Minecraft um Minecraft zum Laufen zu bringen, braucht ihr natürlich Java. Und ja, oh Gott, da kommt man gar nicht durch. Ja, Leute, ich würde sagen, ich verabschiede mich mit diesem. Hey, geil. Ha, Leute, entweder sind es die Blumsklos vom Mittelalter. Oder sind diese sogenannten Pechnasen, wo die Ritter immer so Pech und alles Mögliche auf die Angreifer geschüttet haben. Ja, die haben wahrscheinlich auch Code auf die Leute, also Stuhlgang auf die Leute rauf gedingst. Da ist wieder der Garten. Ach, Leute, das ist so gigantisch groß, hey. Das ist so gigantisch groß. Da muss ich euch sagen, ladet es euch runter und erkundet das bitte selbst. Das ist so geil. So geil groß und so, oh, ich bin so hellauf begeistert. Ja, ich würde sagen, ciao, das war's und bis zum nächsten Video. Bye, bye und tschüss.